Hallo, liebe Kinder. Heute spielen wir ein Lernspiel. Aufklärung. Woher kommen eigentlich die Babys? Von den blauen Männchen. Das ist aber total sexy. Das ist sexistisch gegenüber Schlümpfen. Der eine hat einen Hut auf. Und die hat einen Cape. Was macht ein Mensch im Computer? Fragt El Sol. Die Sonne. El Sol? Oder? El Solaris. Was macht der blaue Typ? Ist das jetzt eigentlich das Intro? Ich weiß nicht, irgendwie, der ist nicht im Computer, der sitzt davor. Wir können es überspringen, bestimmt. Enter oder? Escape. F1. Ups. Ups, Anna. Ich kann es spulen. Ui. Viele komische Dinge erfunden. Liebe zum Beispiel. Oder Sex. Wer hat das erfunden? Hat das Gott erfunden? Sind wir schon beim Christentum hier? Das war bestimmt das Pferd. Welches Gott? Minne und edles Werben meinst du wohl? Ja, ich erinnere mich. Edles Werben. Minne, du bist doch unser Minnesänger. Von genau. Ich wurde ja schon minnetechnisch aktiv heute. Es gab irgendwelche. Wie weit ein Computer dann? Computer. Die Geschichte von Tim und Nina. Jetzt schließt sich der Kreis. Wo auch immer. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt drauf gekommen sind. Dunkel dreut's in meinem Hirn. Das ist doch. Das ist Minne. Das ist der Anfang von Gedicht. Dunkel dreut's in meinem Hirn. Deshalb schon. Ich hatte damals mit Nina zu tun. Ah, die. Wer hatte mit. Die Luna. Der Blaue auch was mit Nina zu tun hat? Ich weiß gar nicht, was der Blaue soll. Wer ist eigentlich der. Ach, das ist Will bestimmt. Das ist der Statist. Der Blaue Statist. Will. Das Will mit der Flöte. Genau. Meine Güte, fang an, das Spiel. Ich will endlich was sehen. Oh Gott. Welche möchten wir, die von Tim oder von Nina hören, die Geschichte? Zu was tendierst du? Wollen wir Nina? Ich bin für Nina. Ich auch. Das ist spannender. Genau, ich glaube, Tim kennen wir alle. Tim haben wir alle selbst kennengelernt. Wir waren alle schon mal irgendwann Tim. In jedem von uns steckt ein Tim. Ich denke mal, wir wollen alle Nina sehen. Geil. Buongiorno, buongiorno, Nina Bella. Wen hast du da im Schlepptau? Nina Bella weiß, wer der Baba ist. Muss ich irgendwas drücken? Ich weiß nicht. So. Bist du Nina? Du da draußen, willst du mit uns spielen? Guck nicht so, das ist Baba. Die Tante nennt sich Sabrina und ich bin Nina. Und wer bist du? Oh, Namen eingeben. Hitler. Coco-Ops. 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 Das neue Ego-Shooter. Coco-OP. Coco-Ops. Geil. Genau, Coco-Ops. Das ist der Vorgänger von Black-Ops. Coco-Ops. Willkommen mit der heißesten Schülerzeitung des Universums, Kaktus genannt und für seine Stacheln bekannt. Wow. Okay, genug palabert. Die Sommerpause steht vor der Tür. Die Kids brauchen Lesestoff. Stichwort Sommerlauf-Report. Lasst hören. Ein Kind des anderen mit Kids? Let's talk about sex. Bloß wie? Das ist schwierig. Das hat mir alle vor den Problemen. In der Schülerzeitung einfach mal das mal ansprechen. Yep, was noch? Weil der Typ hat die rosa Schrift da. Das, ich glaube, das hat einen Grund wahrscheinlich, ja? Ist Selbstbefriedigung cool? Fragen wir Tim. Okay. Heißt es okay im Sinne von ja, ist cool, oder? Nee, die wollen die Frage stellen, die machen jetzt eine Umfrage. Also, bei der Grundschule. Was macht Jungs an? Du willst darauf eine Antwort haben, oder was? Frage, ich weiß nicht, ob man ihn dafür fragen sollte, ob der das weiß. Etwas dünn. Was haltet ihr von One-Night-Stands? Mehr Lust als Frust? Oh, das sind jetzt aber schon die Themen, also... Geht gut zurecht, das ist, also es geht ja schon über Aufklärung hinaus. Hey, Ferienflirts passen da auch ganz gut zu One-Night-Stands und was macht Jungs an? Ferienflirts sind doch langweilig. Safe for sex. Alle wissen's, keiner tut's. Tut's? In der Grundschule das wahrscheinlich. Aber, das will aber, darüber will aber keiner lesen. Also wenn, dann musst du schon irgendwie den spaßigen Part von Sex ansprechen. Cool. Die Liste lässt sich sehen. Das Ding muss subito fertig sein. Sonst gehen uns die Lira aus. Wer übernimmt's? Das Italiener. Ich natürlich. Ich befrag Robert beim Dinner und meine Kosmetikerin.
Kinder haben Kosmetiker. Natürlich. Vergiss es, Nina, Bella. Du und Coco Ops, Avanti, macht euch an die Arbeit. Oh, okay. Oh, Augenausschlag. Na, was meinst du, Coco Ops? Wo finden wir geeignete Interviewpartnerinnen? Coco Ops, guck mal auf dem Stadtplan nach. Auf dem Stadtplan. Okay, jetzt dürfen wir was tun. Ist Maus. Ja. Maussteuerung, nice. Wo wollen wir hin? Boutique, was? Was haben wir noch? Was haben wir noch alles? Ninas Zimmer? Nee, das ist langweilig. Boutique? Was? Mehr? Unbekanntes Haus? Sofa. Das Sofa? Ja. Der Musikschuppen wäre sphärisch. Sphärisch, aha. Aber ist noch geschlossen. Was ist mit, da drüben mit dem Laden? Übungsraum? Ging gut. Und bei Marki? Hier ist nix. Nee, Markt. Marki! Der sah aus wie ein I, der letzte Buchstabe. Ja, dann gehen wir halt in die Boutique. Ach, okay, da hat alles geschlossen. Dann gehen wir nach Hause und reden mit ihren Eltern halt. Oder machen wir sie in ein Rollenspiel, einfach schlafen. Ja. Dort ist jetzt die Map. Dann gehen wir ins... Warum haben wir eine Levelauswahl, wenn wir in keins reinkommen? Außerdem eilen und das wollen, dass wir da reingehen. Das sind immer Leute. Aufi. Oh, das geht. Aufi. Aufi. Aber das jedem, hat man, wir das wollten hat... aber zum Übungsraum, nicht zum Supermarkt. Das ist Rettungstruppe Aufi, oder? Okay, oh ja, die coole Blonde, bitte. Genau. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Nee, keine Zeit. Nee, keine Zeit. Das geht automatisch in die Ja, aber ich glaube, mit Leertaste kannst du es beschleunigen. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Wo sollen die wissen, dass wir Schmierfinken sind? Ich glaube, die reden alle nicht mit uns. Entschuldigung, darf ich was fragen? Fluch. Machen wir den, ja. Kemal, darf ich dich was fragen? Mit Zwiebeln und scharfer Soße. Das war aber nicht türkisch genug. War das politisch korrekt? Ja, mit Zwiebeln und scharfer Soße. Das ist krass, Alter. Nimm einen Döner, das ist gut für die junge Seele. Ah. Uff. Weiter geht's. Ach, hat er aufgerufen? Hat er aufgerufen? Okay, das war's schon. Interessant, das ist Aufklärung pur hier. Was wir hier unbekanntes Haus? Der jemals unbekannte Haus. Ah, das geht zu weit. Sofa. Können wir irgendwie über die Karte scrollen oder kommt es hier noch mehr? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Stadtpark, das ist gut. Immer Skater. Oh ja, hier die Jungs, die sind doch weltoffen, die sind weltgewandt. Wie spreche ich die an? Ja, die praktizieren so Weltfrieden. Mach die mal, so, das würde ich machen. Ich bin fürs Zweite. Aber das wird schief gehen, glaube ich. Vermutlich, aber ich finde, das ist wert. Achso, praktizieren immer, aber selber? Bye, du. Stöhn. Verklemmte Bande, wo ist es? Da haben die nicht drauf geantwortet? Da würde ich doch sofort drauf antworten. Nee, das ist nochmal, statt mal, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Ja. Ah, okay, gut. Haben wir mehrere Versuche schon. Genau. Das ist einfach ein anderes Parallel. Dann nehmen wir halt mal das erste. Genau. Fangen wir mal ganz lange. Ich glaube, hier kommt nichts bei raus. Das nochmal, ja. Ah, nee, die reden nicht über solche Themen. Ach, man könnte das nicht einfacher machen und gleich zur Sache kommen? Was da? Gibt's hier noch irgendwie was? Nicht, da ist ein Torbogen oder... Die soll einfach ihre Eltern fragen über das Thema. Genau. Gehen wir nochmal zur Abnahme. Ja, da ist niemand. Boutique? Abgeschlossen. Gehen wir hier nochmal. Geh mal vielleicht in die Redaktion. Vielleicht können wir telefonieren oder so. Nee, von dort kommen wir gerade. Das ist echt komplex. Das ist ein schweres Spiel. Ja, finde ich auch. Echt komplex, das Spiel. Ja, guck mal. Gibt's hier irgendwas auf der Straße, was wir machen können? Noch irgendwie abseits davon? Kommen wir irgendwo rein? Was ist das da? Geht auch nichts. Oh ja.
Nee, kommt immer nichts bei raus. Die Passanten kannst du sparen. Aber was mit Kemal? Kemal hat doch eine Sonderrolle. Aber, zum Thema Sex meine ich. Oh, okay, nee, achso, das hab ich vorhin nicht gelesen. Ah, oh, jetzt okay, ist jetzt geht's. Kritik offen. Kondom-Dispenser. Selbstverständlich nur 1A-Qualität mit Gütesiegel. Also direkt auf dem Kondom drauf, das Siegel. Hot Rubber mit Vanille, Erdbeer und... Collage-Geschmack? Collage-Geschmack? Also mit Vanille und Erdbeer zusammen. Cola! Ja, Cola! Aber ich habe auch Collage... Was ist denn Collage? Wuhu! Yeah! Ich bin Nina und du... Warum nehmen? Ja. Erstmal wollen wir taktisch. Wir stellen uns mal vor, ja. Okay, hi, ich bin Lina. Tati, kann ich dir sonst noch behilflich sein? Wollen wir. Ich würde jetzt direkt zum Punkt kommen, ich schreibe das nochmal sechste genau. Wort. Klar, doch, wie steht das? Sollte man immer offen über Sex sprechen? Was hältst du von Ferienflirt? Ich bin. Die ist offen, die würde ich schon direkt mit dem Thema anfangen. Na klar. Ja, sowieso. Es fällt manchmal etwas schwer, aber Übung macht die Meisterin. Seufzt, Stern im Himmel. Achso, sie sagen so. Stern im Himmel. Strand und dann hast du kein Gummi dabei. Das ist die Jugend von heute. Die haben alle nicht Kids gesehen. Ja. Ich hänge mich nicht an den Erstbesten ran. Wenn doch? Dann brauche ich auch kein Gummi. Also, wenn es nicht der Erstbeste ist, dann brauche ich. Dann sollte sie vielleicht selbst mal in die Aufklärung gehen. Weil schwanger kannst du auch werden, wenn du einen hast, mit dem Zweitbesten. Genau, du kannst auch mit dem Zweitbesten schwanger werden. Na, hör mal, schon mal was von Safer-Sex gehört? Egal wo. Und wenn du kein Gummi dabei hast, was machst du dann? Na, ich vergnüge mich anderweitig und sehe zu, und dass ich die Dinger beim nächsten Mal dabei habe. Dürfen Mädchen auch Jungs anmachen? Klar, warum denn nicht? Aber frag doch meinen kleinen Bruder. Er ist abgehoben, ich würde es probieren. Er klimpert sicher mit seiner Band Cosmic Cockroaches. Ist ein geiler Bandname. Cosmic Cockroaches. Wo finde ich die? Beim Supermarkt oder im Sofa? Jetzt kommen wir da bestimmt rein. Jetzt schließt sich der Kreis langsam. Geschenkt. Kommt doch morgen wieder eine Freundin zu mir, kann der sicher auch helfen. Das ist bestimmt der Tim, der Bruder. Sofa, wa? Ja. Ist das schon wieder eine Shareware-Version? Kommen wir da nicht rein? Geh nochmal zum Supermarkt. Okay. Kemal, hast du die Cosmic Cockroaches gesehen? Nee, aber nimm ein Dönis, gut für die junge Seele. Irgendwie ist die Maus gerade. Jetzt ist die Maus wieder. Jetzt. Das sind die coolen Typen. Das ist Tim. Du bist Tim. Ich bin Tim? Mhm. Ja, du musst drücken, ich kann jetzt hier gerade... Ja, du musst vorlesen. Achso, verschieb dich. Schnittlauch. Wieso ist der ein Bleichgesicht der andere? Mein Name ist Tim, du Gärtner. Und mein Gärtner ist ein mieser Ausdruck, ey. Mein Name ist Tim und ich vlog. Wurm! Gärtner, Wurm. In den 90ern hat man sich darf beleidigt. Darf ich stören? Tim und Gorilla. Nein! Dieser Schnittlauch ist mein Fotograf Tim, stimmt's? Hush, hush, komm oder? Muss ich holen später. Okay, also zurück zur Redaktion. Hey Sepp, hast du unsere Presseausweise gesehen? Kleines, such ihn doch selbst. Du hast ja jetzt Unterstützung. Koko-Ops, es eilt, hilf mir. Wie hilft mit? Such mir einen Presseausweis. Lass bitte die Kiste in Ruhe. Leicht er nicht auf dem Stuhl herum? Achso. Ich meine rechts der Schule, da zwischen den Mädels. Zwischen den Mädels. Achso, ja. Programmheft, ne. The best game parties, okay.
Hey, da ist ja auch der Presseausweis. Ah, okay, das macht Sinn. Du hast ihn gefunden. Jubel! Jubel! Jubel, Coco Ops, du hast ihn gefunden. Jetzt da nach Hause die Kamera holen. Aber was die da für Hefte hat? Oh Gott, ist das ein Kitschtempel? So. Steine. Mondschrein. Kosmetik. Oh Gott, die ist esoterisch. Veranlagt. So, was wollten wir jetzt eigentlich holen? Die Kamera. Kamera. Wo ist die Kamera? CDs. Finger weg, Coco Ops. Entweihe den Mondschrein nicht. Sonst kommt Lord Xino und schmeißt deine Seele in den Vulkan. Und kackt hinterher. So. Moderne Hexen fliegen durch den Diätenhighway. Durch den Diätenhighway. Bücher. Oh, das Necronomicon. Der Hexen. Tolkiens Herr der Ringe, Goethes Faust, die Kraft. Die ist Freimaurerin bestimmt. Aber alles in einem, weißt du? Alles in Necronomicon. Den Teddy, da wird die Kamera drin. Genau, im Teddy drin. Onkel Gregorys Reinkarnation. Die ist seltsam. Ich möchte doch Tim spielen. Süße Jungs, die musst du dir später mal genauer ansehen. Die Kamera ist gesucht. Man schnüffelt nicht an fremden Fläschchen. Das ist meine Fläschchen. Auf jeden Fall. Wir helfen ja beim Suchen. Achso. Wir sind ja nicht Nina. Ach verdammt, ich verwechsel die immer. Ja, da guckt was aus der Schublade raus. Ist das nicht das? Ein Film? Nee. Dort unter dem Schrank vom Schreibtisch? Nee. Nee. Das ist voll das Wimmelbildspiel. Ja, da die Schublade. Steine. Steine sind Steine, oder? Das sind weise Worte. Von. Was ist mit dir unten mit der Schublade, die blaue? Na nee, komm, das ist der Mondschrein. Geh nicht an den Mondschrein. Sonst. CDs. Hinter den CDs. Von Funk bis zur E-Musik. Das Mädel hört sich alles an. Ah! Das ist die Kamera. Das ist der Fotoapparat, der war bei den CDs halt. Macht Sinn. Normal. Ja. Also, mach ich auch immer. Da kommt man auch ganz logisch drauf. Sphärisch. Ist das irgendwie sowas wie Korall oder. Man das in den 90ern abgefahren? Nee, ich kann mich hier, dass irgendjemand. Hat irgendjemand von euch sphärisch gesagt? So Mitte der 90er irgendwie? Uff! Hier, die Kamera. Dafür schuldest du mir was. Was denn? Ein Interview. Ich heiße übrigens Nina. Muss das sein? Ich bin Tim. Und ich vlog. Also, weiß ich. Los, lass uns reingehen. Boah. Da geht's ab. Der Feigling ist entwischt. Dann sehen wir hier so rumhängt. Gas. Ich bin vom Kaktus und hätte da. Verschieb dir ein Fahrgestell, du versperrst mir die Sicht auf den leeren Raum. Die sehen alle voll cool aus. Hast du einen Moment? Womit kann ich dienen, meine Liebe? Ich schreibe an einem Sommer Love Report. Und möchtest du bei unserer Gruppe mitmachen? Wo mitmachen? Bei den Beraterinnen für ewige Schönheit. Bitte wo? Du wirst dich und andere glücklich machen. So nennt man das. Jetzt bin ich verwirrt. Mann, verzieh dich. Ich stehe nicht auf Kosmetika. Ich habe nur mein Zimmer voll davon. Ja. Und einen Mondschrein. Deine Falkenwerte ist die Heimzahl, meine Liebe. Wer zuletzt lacht, lacht als Letzter am Letzten. Ups, jetzt reicht's. Wo steckt bloß dieser... Ich brauche meinen... Mein Sphärenschlaf. Achso, sie hat aufgegeben. Der ist einfach in den hinteren Teil des Raums gegangen und das war's. Der Gesichtsausdruck, ich komme darauf nicht klar. Guck mal, das Hundemüde. Das ist halt Hundemüde. Könnte man die ganzen Bilder so nebeneinander setzen? Hundemüde, bösartig, super gelaunt. Oh Mann. Gute Nacht, Gruß. Mom, achso. Mom. Mit M, mit A. Mom. Oh Gott. Coco Ops. Ach, wir übernachten bei ihr. Na, jetzt geht's aber ab. Wir müssen den Brief lesen, klickt man. Hallo, mein Fratz. Wo hast du die Kamera? Brauche sie für Manager-Symposium. Bis morgen zurück. Was? Bis morgen zurück? Achso. Bin morgen. Bis träum was Hübsches. Ja, hab ich total vergessen. Naja, morgen ist... Ich geh 10 Uhr.
Ist ordentlich. Macht sie bequem. Korps. Ich wirft sich nur in etwas Leichteres. Ja. Ein Mondschrein. Na, wie könnten wir nicht? Wir dürfen den Mondschrein nicht anfangen. Berühre niemals den Mondschrein von Nina. Gucken wir uns die Fotos an. Die haben wir jetzt Zeit. Nee, irgendwie. Nee. Kannst du es ablegen mit rechter Maustaste? Achso, ach nee, ach, da kannst du speichern mit. Ich kann aber speichern. Oh ja, dann speichern wir mal. Das war das, oder? Wir müssen noch den Gegenstand wieder loswerden. Geht das nicht mit rechter Maustaste? Also. Achso, oder wir so ablegen. Ja. Wie kann man nichts machen? Komm, jetzt so den Mondschrein. Natürlich gehen wir jetzt an den Mondschrein. Jetzt haben wir ihr Vertrauen missbraucht. Aber sie freut sich trotzdem. Freut sich immer, das ist die Hauptsache. Lass das bitte dienen. Was ist das? Das ist mein Geheimnis. Aber warum denn? Sonst fällt dir der Himmel auf den Kopf. Wie bei Asterix. Hab dich doch nicht so. Irgendwie wechseln wir immer die Sprechrollen, aber ist egal. Ist egal. Nur Hexen wissen Bescheid. Na dann weih mich doch ein, wir sind Hexen, aber gut. Gehen. Ich weiß nicht. Naja, du bist ja sympathisch. Wir kennen uns einen Tag, aber gut, dass wir bei übernachten dürfen. Schön, dass du kapierst. Wir sind so sympathisch. Ja, geil. So schnell kann's gehen. Es ist ein Sternrätsel. Man muss die Zeichen und Sterne gleichmäßig auf die Häuser verteilen, soll universales Glück bringen. Und dann wird der Erstgeborene nicht getötet von Also mir reicht universal nicht. Darf ich es mal versuchen? Ich will multi-universal. Von mir aus. Ich leg mich aufs Öhrchen. Aufs Öhrchen. Tschüss, wir treffen uns im Traumland. Das werden wir sehen. Oh Gott, ist es Schieberätsel? Oder? Ja, es ist. Wundervoll. Und dann nochmal zur Stern. Nee, hier ist doch die Lücke. Da, und da kannst du jetzt über das Ja, ich weiß, aber ich weiß ja irgendwie nicht so ganz, welche jetzt hier zu wem gehören. Vielleicht die Nummern einfach beachten? Achso, ja. Die Reihenfolge bringen? Achso, ja. Nee, mal versuchen. Okay, du kannst das. Du bist der Lufia-König. Der was? Der Lufia-König. Wie kann man das denn irgendwie hier unten? Du hast voll drauf? Nee. Schon kotzt mich die Neuen an, dass sie es wagt. Jetzt hast du die hohen Sahne bei alle oben. Wir sind einfach keine Hexen, das merkst du. Nee, wir sind keine Freimaurer. Und Freimaurerinnen und. Ach, ja, sagen wir mal, ich fühle mich viel mehr aufgeklärt jetzt. Wir wissen, Kondome sind nicht nötig, wenn es die zweite Wahl ist. Die zweite Wahl, ich fühle mich, Klärung geklärt, wie eine Klärgrube ist. Ich muss aber sagen, es ist. Also bei all dem Schrott, den wir schon gespielt haben, ist das hier nicht das Schlechteste. Ja, es ist auf jeden Fall ein putziges Spiel. Und es macht schon irgendwo Spaß, diesen Quatsch zu spielen. Ja. Also es ist für die, die noch nicht Bravo lesen dürfen, für die Prä-Bravo-Zielgruppe, glaube ich. Prä-Bravo. Nicht für die Post-Bravo-Zielgruppe. Also die Alpha-Gruppe. Genau. Wir sind die Post-Bravo-Zielgruppe. Ich glaube, für uns ist das nicht... Obwohl es auch, das Grätsel ist toll. Nina ist Freimaurer. Und wir haben lange genug gequatscht. Wir machen mal. Tschö. Tschüss.